Noch sieht die Landschaft um den Eichensetzling ein wenig karg aus. Doch der Grundstein für einen lebendigen Eichenwald nahe Ingolstadt hat Audi bereits mit den ersten 36.000 Setzlingen gelegt. Heute kommen noch einige hinzu. Für uns bei Audi gilt die Devise, Herr Staatsminister, vor großen Worten muss erst einmal angepackt werden. Deshalb pflanzen wir beide als erstes mal einen Baum. Ein Baum gepflanzt von Helmut Brunner, Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und Audi-Produktionsvorstand Frank Drewes. Gedacht als Unterstützung des Forschungsprojekts Eichenwald, eine Initiative der Audi AG in Kooperation mit den Bayerischen Staatsforsten und der Technischen Universität München. Mit diesem Versuch kann aufgedeckt werden, wie der Zusammenhang ist zwischen Dichte des Bestandes und Kohlenstoffbindung einerseits und Biodiversität andererseits. Eichen bieten einen wertvollen Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Außerdem speichern sie im hohen Maße Kohlenstoff. So ist es also ein wichtiges Projekt zur Erforschung der Wälder. Die rund 6 Hektar große Forschungsanlage ist in ihrem Maße einzigartig. Nämlich hier werden die Bäume ja nicht einfach irgendwie hingepflanzt, sondern in einer vollkommen neuartigen Zusammensetzung, wie man Bäume pflanzen kann. Und das passt doch hervorragend zu Audi. Denn wie man in Zukunft den CO2-Gehalt in der Luft verringern kann, ist auch ein wichtiges Thema für den Autobauer und fester Bestandteil der Umweltpolitik des Unternehmens. Verantwortliches Handeln und nachhaltiges Wirtschaften steht dabei auch für die Kooperationspartner des Projekts im Vordergrund. Ich freue mich, dass dieser Begriff der Nachhaltigkeit eine Renaissance erfährt. Also wir müssen sehr wohl auch Richtung künftige Generationen denken und was quasi wir heute begründen, ernten erst unsere Enkel. Und mit ein bisschen Glück wird dieser Eichensetzling einmal mehrere hundert Jahre alt.